Hudson's Bay Company, die kanadische Muttergesellschaft der deutschen Kaufhauskette Galeria Kaufhof, ist Opfer eines massiven Hackerangriffes geworden. Betroffen sind die amerikanischen Modeketten Saks Fifth Avenue, Saks OFF 5TH und Lord & Taylor. Die Internetpiraten sollen sich Zugang zu rund 5 Millionen Kreditkarten von Kunden verschafft und 125.000 davon im sogenannten Darknet verkauft haben, so die Cybersicherheitsfirma Gemini Advisory, die das Datenleck nach eigenen Angaben entdeckt hat. Das in Toronto ansässige Unternehmen HBC sagte in einer Erklärung, es habe Schritte unternommen, um den Bruch zu verhindern. Kunden, die von dem Datendiebstahl betroffen seien, müssten für den Missbrauch ihrer Daten nicht haften. Außerdem rief HBC die Kunden dazu auf, ihre Kreditkartenabrechnungen gründlich zu überprüfen. Bei dem Angriff gehe es um Läden in Nordamerika. Zunächst gab es keine Anzeichen dafür, dass auch E-Commerce oder digitale Plattformen betroffen seien. Hinter dem Hackerangriff soll Gemini Advisory zufolge die Gruppe Joker Stash stecken, offenbar eine der größten der Hackerwelt.